Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Fazit für die RioLink Klingel. Und dann würde ich sagen, geht's sofort weiter nach dem Intro. Also ich kann jetzt schon sagen, ich bin begeistert. Ich habe ja vergessen, in den Videos zu zeigen, wie man das macht. Hier unten ist eine Öffnung und dann muss man da rein. Ich demonstriere euch das einmal. Und schon habt ihr das in der Hand. Ich habe jetzt hier keine Speicherkarte drin, was man ja machen könnte. Aber wieso? Ich habe ja ein RioLink Hub, also ein Home Hub von RioLink. Ich verlinke euch das auch alles. Und dann schaut euch die Produkte an, die sind echt, echt gut. Ich habe auch ein kleines Zeitraffer-Video gemacht, den Sonnenaufgang, weil die scheint genau Richtung Osten ungefähr, Nordosten, so in diese Richtung. Und dann passt das ganz gut. Ich zeige euch das mal, was ich jetzt im Handy habe. Ich komme mal ein bisschen dichter dran, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt blendet gerade die Sonne. Hier seht ihr gerade die ganzen Meldungen, dass jemand vor der Tür ist. Das seht ihr na klar auch, auf, wenn ihr eine, also ich habe ja zum Beispiel eine Apple Watch. Und wenn ich jetzt hier rauf gehe, das ist na klar nur falsch, dann seht ihr das auch hier. Ich komme mal dichter dran. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also reagiert sehr, sehr schnell und ihr habt es ja gesehen, ihr könnt das schnell wieder einsetzen, einbauen. Also das ist richtig, richtig gut. Drin ist die Klingel, die zeige ich euch auch gleich nochmal. Ich habe jetzt auch nochmal die Klingel geholt und wenn ihr jetzt hier drauf drückt, das Schöne ist, ihr habt hier verschiedene Töne oder Klingeltöne, das könnt ihr dann selber einstellen. Auch Lautstärke könnt ihr hier machen. Also hier sind so die ganzen Tasten. Das könnt ihr aber auch über die App machen. Und es funktioniert auch wunderbar, wenn ihr unterwegs seid und jemand klingelt. Ihr könnt sprechen und ihr könnt auch die Person hören. Ich habe auch, was hatte ich glaube ich schon erwähnt, in Zeitraffer-Video von einem Sonnenaufgang gemacht. Also ihr könnt verschiedene Einstellungen machen und wir werden jetzt auch wieder reingehen und dann zeige ich euch nochmal die Menüführung von der App und wie das Ganze verbunden ist und dann, ja, dann gehen wir jetzt mal wieder rein. So, hier ist ja klar nochmal die App von RioLink. Hier ist die Argus 4 Pro. Hier ist die Klingel und hier habe ich noch eine von RioLink. Die sitzt woanders, das ist die Argus PT. Die ist aber nicht mit dem HomePod oder HomeHub kompatibel. Hier seht ihr RioLink HomeHub und dann sind alle Kameras, die mit dem HomeHub kompatibel sind, sind jetzt hier in diesem Menü drin. Alle, die nicht kompatibel sind, sind na klar extern in dem Moment, aber in der App, na klar, komplett sichtbar. Und wenn wir jetzt hier in die App reingehen oder in die Klingel, dann sehen wir jetzt hier das Live-Bild. Wenn ich jetzt auf Wiedergabe gehe, dann seht ihr die Uhrzeit und wann was passiert ist, worum sich das vielleicht dreht. Also wir können ja nicht hier, dann seht ihr unten so eine rote Linie, wo ihr jetzt gerade seid. Und dann, hier sieht man mich dann zum Beispiel, wie ich gerade rausgehe, reingehe. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ihr könnt das dann klar auch runterladen. Wir gehen nochmal selber rein und dann gehen wir hier. Und dann sehen wir alles, was wir einstellen können. Wie der Alarm sein soll, ob eine Push-Nachricht reinkommen soll, ob eine E-Mail reingehen soll, Bewegungsalarm. Also wir können das dann hier, wie empfindlich, Alarmverzögerung, Objektgröße, also wir können das dann richtig einstellen, ob der eine Person,
maximaler Bereich, minimaler Bereich. Also wir können das hier nicht hier und dann speichern. Empfindlichkeit, da haben wir natürlich auch Bewegungserkennung hoch. Also wir können das ja noch richtig bis sensibel, bis 50. Denn vergrößert sich auch der Bereich, aber es ist natürlich dann noch sensibler. Wir gehen aber wieder zurück. Und dann lassen wir die Einstellung auch so. Wir können dann auch einen benutzerdefinierten Zeitraum, steht ja hier unten, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, intelligente Erkennung, Wasser, Personen, hoch. Gehen wir auf 83, auch hier haben wir dann klar die Möglichkeit, Sachen einzustellen. Mittel, und dann können wir es dann klar auch wieder speichern, machen wir jetzt mal nicht. Ihr Inhalt wurde geändert, möchten Sie? Nein, möchte ich nicht. So. Denn Ihr Display, also auch abends oder nachts, wenn es dunkel ist, ist dieser Ring, leuchtet ganz leicht weiß. Also er blendet keinen und fällt auch nicht sofort auf, wenn man nicht explizit hinguckt auf diesen Ring hier unten. Und ansonsten leuchtet er blau. Aber abends im Dunkeln leuchtet er ein bisschen hell und wird dann blau, wenn denn eine Person erkannt wird. Hier haben wir natürlich auch hier die Audiomöglichkeiten, Lautstärke der Türklingel, Ton aufnehmen, Sprachnachrichten. Also gut, jetzt steht es hier in Englisch. Wir können das natürlich auch in Deutsch machen, dann ändern wir das Ganze. Licht, das ist hier diese ja, IR, automatisch Nacht und Tag. Ich habe das jetzt auf Automatik gelassen. Warum soll ich das jeden Tag ändern? Filmaufnahmen, ja. Wenn wir hier unten reingehen, Zeitraffer, da haben wir jetzt mit Möglichkeiten, ein neues Video zu erstellen. Dann gehen wir hier rein. Ereignisse, Menschenverkehr, Wolkenbewegung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wenn eine Baustelle ist, Blüten können wir anpassen. Also ich habe jetzt einmal einen Sonnenaufgang gemacht. Das ist denn jetzt für eine Stunde nur und dann alle 10 Sekunden macht er ein Bild. Aber ich blende euch dieses Video auch ein. Das ist, wie gesagt, ist nicht lang. Kann man sich ja ausrechnen, wie viele Bilder das sind. Sieht auf jeden Fall echt schön aus. Dann haben wir hier die Installationsmethoden. Vorhandene Türklingelkabelung verwenden, das habe ich auch gemacht. Oder Netzadapter brauchte ich ja nicht. Weitere Einstellungen, also ich kann Neustart machen. Sirene aus, an. Ich habe das, muss ich ehrlich gestehen, noch nie benutzt. Wird mich ja jedes Mal irgendwas nerven. Nein. Die WLAN-Einstellungen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich bin ja hier im Mobilfunk. Ich kriege trotzdem immer diesen Hinweis. Und das finde ich richtig, richtig schön. Und wie gesagt, ihr könnt auch hier ein bisschen reinscrollen mit den Fingern. Also ihr könnt ein bisschen was schauen. Wie gesagt, man sieht ja hier noch am Rand vom Telefon, da ist jetzt ungefähr die Sonne und das ist echt hell und macht ein schönes, klares Bild. Das heißt, wenn dieser Baum noch weg wäre, wäre der Bereich auch mit. Das heißt, jede Person, die sich jetzt hinter diesem Baum versteckt, wird nicht erkannt. Aber sobald man hier in diesen Bereich reinkommt, da ich gehe mal, mach mal ein bisschen größer, hier kriege ich sofort eine Meldung, hier ist jemand im Bereich. Jetzt mein Fazit. Also ich bin begeistert, vor allem weil das alles kompatibel ist und miteinander funktioniert. Ich brauche keine Speicherkarte in der Klingel selber, sondern die habe ich in dem Home Hub. Darüber habe ich ja schon ein Video. Ich verlinke euch das auch alles. Und schreibt das auch alles in die Artikelbeschreibung. Da könnt ihr gerne mal auf die Links gehen.
Und dann würdet ihr auch den Kanal unterstützen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich nochmal bei Riolink für das zur Verfügung stellen der Klingel. Und dann würde ich sagen, soll es das hier auch gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.